Der Punkt, der tut uns gut, der bringt uns nicht wahnsinnig weiter von der Tabelle und von dem Ganzen rundherum, aber es ist mal ein positives Gefühl, was nach längerer Zeit wieder was mitzunehmen, wird uns hoffentlich von der mentalen Seite her gut tun für die nächsten Wochen. Wenn man bedenkt, dass wir durch die englische Woche ohne Niederlage durchgegangen sind, dass wir weiterhin ungeschlagen sind, auch wir zu Null gespielt haben, ist sicherlich eine große Qualität. Die Jungs haben heute zum Abschluss der englischen Woche nochmal wirklich alles investiert. Das Spiel, denke ich, war erste Halbzeit so, dass man gesehen hat bei unseren Jungs, dass sie es ordentlich verteidigen wollen, dass aber der Mut, konsequent dann auch Situationen nach vorne zu spielen, sich das zuzutrauen, dass das zu wenig da war. Zweite Halbzeit, finde ich, war in Ordnung. Da haben wir auch Möglichkeiten gehabt. Wir haben uns ins Spiel reingearbeitet. Ich habe es vorher gesagt, es ist ein sehr gefährliches Spiel gegen einen starken Gegner, der momentan vielleicht die Punkte nicht geholt hat, aber wir intern wissen schon ganz genau, was in Köln seit vielen Jahren geleistet wird. Es ist überragende Arbeit. Und momentan haben sie eine Phase, wo sie nicht gepunktet haben. Okay, da werden sie auch wieder rauskommen. Aber wir haben das Spiel heute ausgeglichen, mindestens gestaltet, Punkt mitgenommen. Und damit sind wir sehr zufrieden. Ich denke, wenn ich jetzt alles so schaue, muss es nicht unbedingt 0-0 ausgehen. Aber das Unentschieden, glaube ich, ist eigentlich soweit okay. Wir sind natürlich zufrieden, dass wir jetzt einmal angeschrieben haben. Dankeschön.